Gott, ich will ein Aufgebrauchtvideo machen vom Monat August und wir fangen auch gleich einmal an. Es ist eigentlich relativ viel leer worden. Ich muss aber auch sagen, es ist viel leer worden, dass ich schon länger in Benutzung hatte. Und wir fangen am besten auch gleich einmal mit ein paar Sachen an. Ich habe ein Problem mit Fersensporn und habe mir diese Einlagen hier gekauft von Bogit, weil mir eine Freundin das empfohlen hat, weil die auch so Probleme damit hatte. Und ich muss sagen, es hilft. Ich habe zwar jetzt noch was anderes zusätzlich, was auch hilft, aber die helfen schon sehr gut. Ich kaufe die mir halt oft nach, weil die halt sehr oft ausgelatscht sind und sehr schnell ausgelatscht sind. Ich kann halt irgendwie nicht reden. Deswegen habe ich die eigentlich zweimal sogar schon verwendet, weil die halt sich sehr schnell auslaufen. Also die sind halt schön durchklatscht nach einer Zeit. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Jetzt ist am Boden geflogen. Ja, nur so viel dazu. Dann habe ich eine Crememaske leer gemacht von Cadea Vera. Diese Drama Baby, die gibt es ja leider nicht mehr. Ich fand die aber nicht schlecht, aber sie haut mich jetzt nicht um. Es ist jetzt nicht so, dass ich traurig bin, dass ich die nicht mehr kriege. Von Beauty Glam Hydrogel Eye Mask habe ich auch aufgebraucht. Ich kann aber nicht wirklich viel sagen dazu, weil mich hat das extrem gestört, dass die so vom Auge runtergerutscht sind. Und ich habe das nicht bei so vielen Augenmasken. Die war auch ein Geschenk von der Arbeit. Aber ich weiß nicht, aber sie geht komischerweise gut bei uns. Das ist das, was ich vielleicht, weil das war ja wie gesagt ein Geschenk, vielleicht kaufe ich sie immer nach, wenn ich weniger habe. Weil mich würde interessieren, wo da jetzt irgendwie der Hund drin war. Weil so begeistert war ich nicht, weil sie immer vom Auge runtergerutscht sind. Dann habe ich einen Badezusatz leer gemacht von TTZ. Mangomilch, kennt sie sicher. Habe ich früher uroft verwendet und kaufe ich mir sehr selten leider nach. Aber ich mag die von TTZ und die benutze ich auch hauptsächlich im Sommer, diese Mango- und Kokosmilch-Sachen von TTZ. Von Lush, die Dragon's Egg, habe ich auch aufgebraucht. Das war meine allerliebste Badebombe von Lush damals. Und ist sie auch immer noch. Ich mag sie noch immer voll gern. Und ich werde die mir sicher irgendwann wieder nachkaufen. Als nächstes habe ich von Douglas Vanni eine Maske auch gebraucht. Das sind solche, das war nicht eine komplette Maske, sondern das waren nur so kleine Melonenstücke, die ich mir überall ins Gesicht verteilt habe. Die war aber cool. Also wenn man danach sich schminken will, finde ich die Maske vollkommen in Ordnung. Weil man da eben nicht dieses extrem feuchte Gefühl danach hat. Weil die trocknen relativ schnell aus, diese kleinen Mini-Melonen. Und ich fand die echt gut. Ich fand die wirklich gut. Sie war halt teuer, 3,95 steht da oben, aber ja, ich habe jetzt die mit die Rosenblätter habe ich auch noch. Die kann ich auch noch verwenden und ich habe die extrem lang aufbewahrt gehabt, habe ich gesehen. Ich habe die vor kurzem in meine Videos durchgeschaut und ich glaube 3 Jahre oder so oder 2 Jahre habe ich die schon aufgehoben und da wurde es mal Zeit, würde ich sagen. Ich würde sie mir auch nachkaufen, würde ich wirklich, weil der Melone-Duft von der war der Hammer. Also die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann voll unspektakulär habe ich Wattepads aufgebraucht, die ich mir eh immer wieder nachkaufe. Und nochmal unspektakulär, einmal diese Kokosreinigungstücher von Action, die ich mir immer wieder nachkaufe und die ich für den Schminktisch verwende. Und meine letzte Packung Avocado von Cadea Vera habe ich aufgebraucht, die Reinigungstücher. Das war meine letzte Packung. Ich muss sagen, jetzt habe ich die Ananas zum Abschminken und ich bin nicht so zufrieden mit denen. Und ich habe aber so viele Backups jetzt, also da habe ich mein ordentliches Ei gelegt, aber okay. Ich habe auch eine Probe leer gemacht von Lancôme vom Tresor. Ich mag den Duft so, so gerne. Der passt, finde ich, urgut in den Herbst und Winter. Mag den so gerne, den Duft. Ich habe den ja Gott sei Dank noch in Original. Gott sei Dank. Weil den finde ich echt gut. Und den kann ich mir auch vorstellen, dass ich ihn bald verbrauche. Noch eine Duftprobe von Yves Saint Laurent, das Black Opium. Das war aber das Eau de Toilette. Ich glaube, das gibt es sogar noch zur Zeit, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie halten die Proben da drinnen nicht mehr. So. So sieht das aus und so sieht der Flakon aus. Da gibt es ja auch schon so viele verschiedene. Auch von denen, was ich euch vorher gezeigt habe, von den La Nuit Tresor, gibt es so viel unterschiedliche, das ist nicht normal. Aber den mag ich sehr gerne. Und ich habe auch das Eau de Toilette, habe ich sogar noch in Original daheim. Wer hätte das jetzt gedacht? Noch 2 kleine Sachen. Ich habe es irgendwie mit den Miniaturen in letzter Zeit. Ich habe noch einen Duft aufgebraucht von Tiffany & Co. Das ist, glaube ich, sogar der erste, der rauskommen ist. Das Eau de Parfum war das. Fand ich nicht schlecht. Aber es gibt einen anderen, der heißt, glaube ich, Intense von denen. Der gefällt mir ein bisschen besser. Und ich habe auch einen anderen von denen zu Hause, aber der heißt Tiffany Love, glaube ich. Den habe ich aber noch nie auf der Haut ausprobiert, also weiß ich nicht, wie ich den finde. Aber den fand ich okay, aber ich mag den Intense viel lieber, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich weiß nicht, ob ich mir den jemals kaufen würde, sage ich euch ganz ehrlich. Bei der Sammlung, die ich habe, würde ich mir ehrlich gesagt aber keinen kaufen.
Und ich habe auch noch so viele Proben, aber das brauche ich euch gar nicht erzählen, das wisst ihr ja eh auswendig. Dann habe ich von Yves Rocher ein Micellenwasser aufgebraucht, hatte ich auch in Budapest mit. Und ich habe es hier in Wien wieder leer gemacht, also habe es hier dann in Wien leer gemacht. Ich fand es nicht gut. Ich fand es wirklich nicht gut. Den Duft mag ich extrem gern von dem. Extrem, extrem gern. Aber ich mag nicht das, was es macht. Ich habe das nämlich früher immer gehabt, das weiß ich. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ich hatte mein Handy jetzt nichts, weil es so komisch vibriert hat, aber okay. Das ist nämlich vorher schon wieder runtergeknallt. Ja, also ich würde mir das nicht nachkaufen. Micellenwasser habe ich noch keines gefunden, was ich jetzt extrem gerne mag. Aber das würde ich mir ehrlich gesagt auch nicht nachkaufen. Weil es jetzt nicht mich so umgehauen hat. Dann habe ich wieder Wattepads aufgebraucht, was ja sehr spektakulär ist. Nicht? Eine Ampulle habe ich auch wieder leer gemacht. Die habe ich sicher verwendet, wie ich mich danach geschminkt habe, weil das ist dieser Sofort-Effekt und ich liebe die. Weil nach dem Schminken ist die mega. Also beziehungsweise wenn man die verwendet und sich dann schminkt, ist die wirklich gut. Ich kann generell diese Cadea Vera Ampullen wirklich sehr empfehlen, aber das habt ihr ja eben in jedem Video schon bis jetzt gehört von mir. Mein neuer Augen-Make-up-Entferner ist leer geworden, den ich für mich entdeckt habe. Und zwar von Garnier, das Micellenreinigungswasser Waterproof, das ist das mit diesem goldenen. Habe ich jetzt auch wieder nachgekauft. Und viele fragen ja, warum ich mir den ja nicht mehr vom Hofer kaufe, weil ich den so mochte. Ich mag den von Hofer noch immer, aber ich komme halt nicht zum Hofer. Und deswegen habe ich was gebraucht. Habe ich, glaube ich, im letzten Aufgebraucht auch schon erklärt. Habe ich was gebraucht, wo ich wusste, dass, ja, dass ich immer drankomme an den. Und den finde ich wirklich gut. Ja, dann habe ich wieder mein Trockenshampoo leer gemacht. Habe ich noch immer sehr viele Backups davon. Ich mag es noch immer, aber langsam hätte ich schon gern was Neues, muss ich ehrlich zugeben. Ich mag es noch, aber jetzt schon langsam könnte ich mir was Neues vorstellen. Hat ja eh lange gedauert, oder? Da habe ich ein Foto für euch, was ich einblenden kann. So hat das nämlich vorher ausgeschaut. Das war so eine Art In-Dusch-Lotion von Lush. Ich mag die so gerne. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich würde die mir auf jeden Fall nachkaufen. Die hat auch sehr lange gehalten, finde ich. Und die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Was ich gut fand, aber nicht nachkaufen kann, ist die Vitaminmaske von Balea. Die fand ich schon sehr, sehr gut. Aber die kann ich mir nicht nachkaufen, leider, weil es die nicht mehr gibt, weil die limitiert war. Und ich glaube, ich hatte die nur leider ein, zwei Mal. Das habe ich irgendwann einmal gefunden beim Aufräumen. Da habe ich gedacht, jetzt brauchst du das aber auf jeden Fall auf. Das war so ein Erfrischungstuch von 4711 von diesen Aqua Colonia. Ich mag die Aqua Colonia Reihe eigentlich sehr gerne. Auch das Tuch war gut und ja, ich habe das mal auf irgendeiner Schulung gekriegt und war jetzt froh, dass ich das endlich mal aufgebraucht habe. Wurde mal Zeit. Mein Magen rebelliert heute irgendwie ein bisschen. Ich habe den Elie Saab als Duftprobe aufgebraucht, den Rose Couture. Ich glaube, den gibt es aber nicht. Sieht man das überhaupt? Ich glaube, den gibt es aber nicht mehr. Man sieht das nicht, oder? Jetzt. Ja, ich mag ja den klassischen. Das ist mein absolutes Lieblingsparfum von Elie Saab. Mein absoluter Liebling, da geht gar nichts dran. Aber den Rose, den fand ich jetzt nicht so gut. Es gab mal eine grüne Variante von dem und der war auch gut, aber den gibt es auch nicht mehr. Und den Rose weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es den noch gibt. Müsste ich mal nachschauen. Aber ich mag sowieso den klassischen am liebsten, den dürfen die mir bloß nie auflassen. Dann habe ich noch was Kleines von Yves Rocher aufgebraucht. Ich versuche jetzt nämlich gerade meine kleinen Miniaturgrößen leer zu machen, damit ein bisschen was leer geht da in meiner Sammlung. Ja, ich fand das Reinigungsgel gut, das war dieses Hydro Vegetal. Fand ich gut, aber ich würde es mir nicht nachkaufen, weil ich, wie gesagt, zu viel Zeug habe. Was ja eh aktuell das größte Problem ist, würde ich sagen. Aber ich fand es okay. Aber ich mag generell diese Gesichtspflege von Yves Rocher jetzt nicht mehr so gern wie früher. Eine Aveo Flüssigseife in Nachfüllpack habe ich aufgebraucht. Die fand ich gut. Ich habe nur jetzt, glaube ich, keine Nachfüllpacks mehr, oder doch? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich versuche gerade die anderen Seifen leer zu kriegen. Ja, ich finde auch die Verpackung voll schön, so retro irgendwie. Ja, und die war gut. Die würde ich mir nachkaufen, wenn ich es nicht eh schon dran habe. Einen Badezusatz von Balea habe ich auch aufgebraucht. Die habe ich ja gebunkert damals, diesen Melone-Badezusatz. Kann man ja leider nicht mehr nachkaufen, weil der ja limitiert war leider. Aber den finde ich auch sehr, sehr gut. Dann von meinen Action Haul habe ich jetzt die Badekugeln von Action aufgebraucht, diese Banane-Badekugeln. Die waren okay, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie ich sie finden soll. Da bin ich mir wirklich noch nicht sicher. Ich habe jetzt noch eine Packung und ja, ich muss nämlich zwei reinwerfen, damit ich irgendeinen Effekt habe, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich probiere es dann nochmal und vielleicht zeige ich euch dann im nächsten Aufgebraucht ein bisschen mehr. Eine Tuchmaske habe ich wieder aufgebraucht. In dem Monat war ich sehr tuchmaskenlastig, weil ich habe halt mir, wenn mir langweilig war, habe ich mal einfach eine ins Gesicht an.
Sollte ich jetzt auch wieder endlich machen. Die war aber sehr gut. Die habe ich von der Vivi, das weiß ich. Und ich habe noch viele Backups von der. Und die war extrem gut. Ich kann euch leider die Marke nicht sagen, weil das war so eine koreanische Marke. Aber die war wirklich gut. Also die würde ich... Bin froh, dass ich noch Backups habe von der, weil ich komme an die eh nicht ran. Also die habe ich nämlich von der Vivi gekriegt. Also die ist echt gut. Die war auch sehr gut. Die habe ich nach dem Sonnenbaden verwendet. Das war die von Garnier, die ihr in irgendeinem Haul mal gesehen habt. Habe ich euch nämlich vor kurzem erzählt, dass ich sie, vor kurzem ist gut, in meinem letzten Video erzählt, dass ich sie schon verwendet habe und ich finde die echt gut. Das Problem ist nur, die ging aus dem Sortiment. Und ich weiß nicht, ob es noch einen Nachfolger davon gibt. Und wie ihr sehen könnt, ich meine, es ist noch warm draußen, aber wir haben jetzt keinen Sommer mehr. Aber ich finde die wirklich nicht schlecht und würde schade finden, wenn die gar nicht mehr ins Sortiment kommt. Noch eine Ampulle habe ich aufgebraucht, diese Rosenwasser, das war jetzt meine letzte. Ich wurde vor kurzem im Live-Video gefragt, ob es die überhaupt noch gibt. Das Problem ist, es kommt auf den Müller an. Wenn die mehr Ware haben, dann haben die die natürlich noch. Aber bei mir gibt es zum Beispiel nicht mehr, weil ich die alle aufgekauft habe mit einem Kollegen. Ups. Balea Tropical Dream Maske habe ich auch aufgebraucht. Die finde ich auch gut. Die pumpern halt was zusammen da im Sting aus. Die fand ich auch sehr gut, aber kann ich jetzt schon langsam nicht mehr sehen. Ich will nämlich unbedingt die anderen Limited Editions aufbrauchen, die ich daheim habe. Ich kann heute nicht reden. Dann habe ich einen Duschschaum leer gemacht, der von Bilou. Dieser Slushy Apple. Das war einer von wenigen, die ich gut fand, weil ich mag eigentlich die Bilou gar nicht. Ich kaufe mir auch keine mehr. Ich habe noch so viel Zeug, wie es ja eh bei ihr nicht mehr erwähnen. Aber ich kaufe mir keine Bilou mehr. Der war einer von sehr, sehr wenigen, die ich gut fand, aber ich würde mir keinen einzigen mehr kaufen, glaube ich, von Bilou. Nein. Würde ich nicht mehr machen, ehrlich gesagt. Das war, glaube ich, mein letztes Backup von meinem Balea Douche Peeling Melone. Ich glaube, das war mein letztes. Aber ich fand es auch sehr gut. Nur jetzt langsam habe ich Bock wieder auf was Neues. Muss ich ehrlich zugeben. Aber es war gut. Es war ja dieses Melone. Verpackung und so, wisst ihr ja eh. Mag ich extrem gerne. Und gibt es ja leider nicht mehr. Dann von Balea habe ich die Augentuchmaske aufgebraucht, weil mir eine Arbeitskollegin gesagt hat, dass sie die so gut findet oder ob ich die kenne. Und ich hatte sie urlang daheim, habe sie nie verwendet, habe sie jetzt endlich verwendet und ich finde die mega. Man kommt sich davor wie so eine Superheldin, weil die so, also die sieht so aus. Hier oben, ob das abbildet. Heute ist irgendwie nicht mein Tag zum Filmen, glaube ich. Ja, ich fand die extrem gut. Ich habe auch mehr Backups gekauft von der. Ich habe aber genug Augenmasken jetzt, ich sollte mal wieder ein paar verwenden. Aber die fand ich wirklich gut. Ich bunkere die alle im Kühlschrank und wenn ich dann Bock habe, mache ich mir eine. Und die war wirklich gut. Also die kann ich euch sehr empfehlen. Auch wenn es ein bisschen ungewöhnlich ist, durch das, dass es aufs Ganze geht. Aber normalerweise, das ist das, was da so riecht. Ja, ich habe den Übeltäter gefunden, der da alles einsaut. Von Lancôme habe ich mein Milan Mousse aufgebracht. So, glaube ich, heißt das. Das war mal von Klein Hawksdorf, da ist noch der Sticker drauf. Das habe ich nämlich mal reduziert dort, beziehungsweise es war dort günstiger. Ich habe es dort um 20 Euro gekauft. Ich wollte es mir nachkaufen, dort gibt es aber nicht mehr. Und bei uns ist mir das zu teuer. Sage ich euch ganz ehrlich. Und ich habe dabei noch genug Reinigungsprodukte, die ich nach dem Abschminken noch verwenden kann. Deswegen werde ich es mir dabei nicht nachkaufen. Aber das von Lancôme ist ein riesengroßer Nachkauf. Warte mal, das war kein Deutsch. Das von Lancôme würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Oder das von Biotherm. Da bin ich noch so ein bisschen im Zwiegespalt. Ich habe das jetzt nämlich aufgebraucht. Verwende das kleine von Biotherm gerade vom Adventkalender. Und das von Biotherm in klein hatte ich schon zweimal. Das hatte ich nur in groß, glaube ich. Sonst nicht. Und ich fand das wirklich gut. Also so sieht das aus. Ich finde die Verpackung auch mega schön. Es zieht sich halt wie Honig. Und man hat halt extrem wenig davon braucht. Und ich fand es wirklich, wirklich gut. Ich hatte das Gefühl, dass dann meine Mascara und meine Augenbrauen komplett abgeschminkt waren. Deswegen, hätte ich nicht so viel, würde ich es mir nachkaufen. Aber ich habe dabei noch viel zu viel. Und wenn es in Tschechien günstiger gewesen wäre und ich hätte es dort gesehen, hätte ich es mir auf jeden Fall nachgekauft. Aber ja, ich hoffe nur, ich kriege mal meine ganzen Backups ein bisschen weniger, damit ich das mir nachkaufen kann. Oder das von Biotherm, das muss ich mir noch überlegen, welches. Dann habe ich Nose Straps aufgebraucht, mehrere sogar. Weil ich wieder die Probleme auch am Kinn hatte. Habe ich wieder meine Biore aufgebraucht, habe die mir auch jetzt wieder aktuell nachgekauft, weil ich keine mehr hatte. Aber ist auch schon wenig. Dann habe ich aufgebraucht meine Einwegwaschlappen. Kennt sie ja eh auswendig, brauche ich ja nicht mehr viel drüber reden. Und diese Anti-Pickle-Patches habe ich auch aufgebraucht. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich die finden soll. Ich hatte jetzt da einen am Hals, habe das auch drauf da, habe das Ding zu lange drauf lassen und dann war der Pickel entzündet.
Ups. Es steht nämlich drauf, dass man es 10 Stunden drauf lassen kann, oder? 8 bis 10 Stunden wirken lassen steht drauf. Tja, ich habe dann vergessen, dass ich das noch oben hatte und dann war das leicht entzünden. Jetzt ist es schon ein bisschen besser. Aber ja, ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Viele fragen mich, aber bei manchen Pickeln hilft es und bei manchen irgendwie nicht. Und ich habe es in letzter Zeit oft verwendet, wie man sieht. Als nächstes habe ich noch ein Duschgel, ich muss die Zeit im Auge behalten, ein Duschgel, Pflegedusche von Sternenzauber, war okay, aber war limitiert. Es hat extrem gut gerochen, aber es war limitiert und ich würde mir sowas nicht mehr nachkaufen, weil ich eh genug Duschgel habe. Ich habe wirklich in dem Monat sehr viele Proben aufgebraucht. Einmal dieses Snail Clearing Baby Dingsbums, das ist so eine Babycreme, die mir viel zu dunkel ist und ich musste immer mit was mischen. Ja. Ich glaube, das war meine letzte Probe, glaube ich, von der, Gott sei Dank, weil die war wirklich extrem zu dunkel, extrem zu dunkel. Eine Maske habe ich auch wieder aufgebraucht, Gesichtsmaske von Aldo Vandini. Ich bilde mir ein, die hat gebrannt. Ich habe die noch ein paar Mal, da kann ich euch das dann genauer sagen, aber wie ich einen Sonnenbrand hatte, hat die extrem brannt. Deswegen mal gucken, ich fand das nur süß, weil Hangover draufsteht, aber weiß nicht, ob ich sie vertrage. Eine Zahncreme von Perlweiß habe ich aufgebraucht, diese Shine-On, ich vergesse jedes Mal, wie die heißen. Ich mag die voll gerne, das wisst ihr, und die gibt es ja leider nicht mehr. Es gibt nur noch 2 Sorten und die Sorten gefallen mir nicht. Und meine gelbe und meine grüne wurde aufgelassen. Ich habe davon noch eine grüne auch einmal anders gehabt, die Minze, glaube ich, war es, die war auch gut. Aber die Ingwer-Minze mag ich am liebsten und die gibt es leider nicht mehr. Ich habe aber Gott sei Dank noch ein paar Backups. Dann habe ich 2-mal die gleiche Probe aufgebraucht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Ding überhaupt richtig verwendet habe. Einmal habe ich es mit Wasser abgewaschen, hatte ich das Gefühl, das war komplett falsch. Das war so ein Enzympeeling, glaube ich, war das. So sieht die Verpackung aus und ich glaube, ich habe es falsch verwendet. Weil ich habe dann die Vivi nochmal gefragt und sie gesagt, man muss es, glaube ich, auf der Haut oben lassen. Das habe ich dann bei der 2. Verpackung gemacht. Es hat mega geil gerochen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es irgendwie nicht so richtig angewendet habe. Aber es war nicht schlecht, in beiden Wegen nicht. Also, ja, keine Ahnung, ob ich es richtig verwendet habe. Noch eine Probe von der Vivi, das war so eine Ampulle, glaube ich. Ja, also ich habe es als Ampulle verwendet, weil ich nicht genau sicher war, was ich genau damit machen soll. Aber als Ampulle war es sehr gut und ich habe davon noch ein paar. Noch eine Probe von einem Duft von Lancôme. Vom La Vie Belle en Rose. Das mag ich auch extrem gern. Das riecht so gut, das sieht so aus. Ich habe den nämlich im Original noch daheim. Gott sei Dank. Wieder was ich in Budapest mit hatte, das waren 3 Sachen. Ich habe einmal diese Mini-Zahncreme von Oral-B aufgebraucht. Die kennt ihr ja, die mag ich, die werde ich mir irgendwann, wenn ich weniger habe, in groß kaufen. Den Augen-Make-up-Entferner von Lancôme habe ich noch leer gemacht, den hatte ich auch in Budapest, so wie der Duschschaum. Der war überhaupt nicht gut. Der Duft war schrecklich, aber der Schaum war schön von dem. Das ist von Hildegard Braugmann ein Duschschaum, aber den Duft mochte ich überhaupt nicht. Der Schaum war aber wirklich schön. Zu dem Augen-Make-up-Entferner, das wisst ihr, den Lancôme mag ich sehr, sehr gerne, aber ist mir zu teuer, ihn nachzukaufen. Ich hatte den, glaube ich, irgendwann einmal noch als Geschenk oder so in irgendein Set oder sowas, habe ich den, glaube ich, drin gehabt. Irgend sowas war das, glaube ich. Dann habe ich meinen Augenbrauenstift aufgebaut von Catrice. Ich habe ihn mir bis jetzt noch nicht nachgekauft, weil ich was anderes dabei verwende. Wenn das dann leer ist, werde ich mir den vielleicht dann nachkaufen, weil ich mag den Augenbrauenstift von Catrice eigentlich sehr gerne. Geht halt nur sehr schnell leer. So, noch ein paar Sachen, dann haben wir es. Ein Puder habe ich aufgebraucht. Wann schreibt mir endlich mein Bruder? Ach Gott. Ich glaube, ich kann wirklich nur das aufgebrauchte Video drehen, weil ich muss ihm dann helfen, Kartoffeln schälen und muss mich dann noch fertig machen vorher. Dann kann ich heute nur eines drehen, macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm, oder? Besser eins als keins. Puder habe ich aufgebraucht. Von Essence das Camouflage 2-in-1 Powder and Make-up. Also, so sieht's aus. Die Verpackung hält bei Essence leider überhaupt nichts aus. Es ist aufgebraucht, Gott sei Dank. Ich habe leider, glaube ich, noch ein paar Backups, weil ich hasse die Verpackung von Essence, weil die immer so schnell kaputt geht. Und ja. Aber ich fand's okay. Es war jetzt nicht besonders, aber okay. Ich habe halt noch zu viel Zeug, deswegen muss ich mal schauen, dass ich was leer kriege. Dann habe ich einen Conditioner aufgebraucht von Lush als Probe. Ach, meine Haut juckt. Ja, ich mag den. Er riecht zwar ein bisschen eigen, glaube ich. Ja, das war der, was so ein bisschen eigen gerochen hat. Aber er macht meine Haare nach dem Waschen voll schön. Und ein paar Proben habe ich noch von Lush. Und die muss ich endlich aufbrauchen, weil, ja. 2 Highlighter habe ich leer. Und zwar einmal meinen Mini Mary Luminizer. Ich habe es endlich geschafft, den aufzubrauchen. Endlich. Bin so happy.
Ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich habe ihn Gott sei Dank noch in groß. Ich werde mir den aber noch eine Weile aufheben. Weil jetzt habe ich eh 3, 4 andere, die ich gerade verwende. Und deswegen werde ich mir den dann noch aufheben. Mal gucken, wann ich ihn dann verwende. Ich fand den wirklich gut. Und den gibt es bei Müller leider nicht mehr. Und schaut nicht mehr so schön aus, die Verpackung, besonders der Deckel ist extrem grauslich. Einen Creme-Highlighter habe ich aufgebraucht, war aus einer ganz, ganz alten Essenz LE. Ich fand ihn sehr, sehr gut, aber wie gesagt, er war limitiert und ich habe noch ganz viel Zeug. Deswegen bin ich froh, dass ich ihn aufgebraucht habe. Aber er war gut. Für das, dass er so alt war, war der noch gut. Die Creme Rouge musste ich alle aussortieren von dieser Essenz-Kollektion, was alle in diesen Verpackungen war. Die ganzen Creme Rouge musste ich alle aussortieren, aber das Highlighter-Ding hat gehalten. 3 Sachen noch, dann haben wir es geschafft. Ja, ich habe mein lila Reisduschgel leider leer gemacht. Ich mag das ja so gerne. Ich war eh traurig, dass ich das aufgebraucht habe, aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich noch ein Backup jetzt habe. Müsste ich mal schauen, aber es ist mein absolutes Lieblingsduschgel. Aber ich habe eh noch so viele andere, deswegen, ja. Aber es ist trotzdem eines der allerbesten, die ich jemals hatte und es wird immer so bleiben. Dann habe ich einen Duft und ein Duschgel aufgebraucht. Und ich habe das in Kombination meistens verwendet. Meistens, wenn ich duschen war, habe ich das Duschgel verwendet, wenn ich wusste, dass ich das Parfum auftrage. Es hat nämlich ein bisschen ähnlich gerochen. Es war jetzt nicht gleich, aber ähnlich. Und ich mag dieses Duschgel voll gerne. Ich bin gut traurig, wie ich das leer gemacht habe. Das ist von Lacoste ein Duschgel von diesen L-Dus-Dus Pure L-Duschgelen. Das O-Fresh war das. Und der Duft ist auch gut. Ich habe den Duft nie beachtet, ehrlich gesagt, weil ich mir immer dachte, na, Locust ist nicht so mein Fall, aber der und der eine Rosene, die sind echt gut. Das ist dieser pinke davon, ich habe von dem Rosenen habe ich sogar noch das Duschgel und das ist echt gut. Würde ich mir sogar nachkaufen, also wenn die Duschgel sogar in Aktion wären, würde ich mir das sogar nachkaufen, weil ich es extrem mag. Und mein Parfum habe ich leer gemacht und ich liebe diesen Duft. Ich habe in urvielen Live-Videos von dem Parfum geredet. Ich liebe dieses Parfum und wenn ich es rieche, dann vermisse ich es wieder. Ich liebe den. Und ich werde den mir auf jeden Fall nachkaufen. Nur muss ich erstmal ein paar aufbrauchen. Und wenn, würde ich mir dann vielleicht eine größere Größe als die 30er kaufen, weil die habe ich als Geschenk bekommen von der Arbeit. Und wenn, würde ich mir eine größere kaufen. Aber ich will das dann mit meinen Müllerblüten machen. Ich will noch ein paar Müllerblüten sammeln und dann irgendwann mal werde ich ihn mir nachkaufen. Das weiß ich, weil ich liebe diesen Duft. Ich glaube, ich werde mir den Flakon auch aufheben. Ich habe zwar erst vor kurzem aussortiert, aber ich glaube, den werde ich mir noch aufheben. Ich mag den voll. Der ist echt gut. Ich fand den wirklich gut. Deckel verloren. Das Einzige, es ist nicht dieser klassische Chloé. Das dürft ihr jetzt nicht verwechseln. Ich mag den klassischen überhaupt nicht. Ich kann den nicht mehr riechen, weil den urviele Kolleginnen bei mir sprühen. Das ist der mit diesem hellrosenen Mascherl. Das ist der Leo, glaube ich, heißt der. Ja. Es gab ja vor ein paar Jahren eine grüne Variante davon, die wurde aufgelassen und der rosene kam stattdessen raus. Und ich liebe den. Ich habe schon wieder Schluck auf, aber ich liebe den. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich es ein bisschen runterratter. Ich muss gucken, wann ich und wie ich wieder Videos drehe und hochlade. Habt ein bisschen Nachsicht, was das betrifft. Dafür ist es auf meinem anderen Kanal ein bisschen besser, da könnt ihr gerne vorbeischauen, weil da kriegt ihr auch viel mehr mit, weil ich musste ja, falls ihr das noch nicht wisst, wollte ich das jetzt am Schluss vom Video noch erzählen. Ich musste den Sparky einschläfern lassen, weil er einen Tumor hatte. Ja. Kaum zu glauben. Aber er ist nicht da. Wenn ich ihn jetzt rufen würde, würde er nicht kommen, leider. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle es diesmal im Aufgebraucht-Video, weil das ja doch mehr Leute schauen. Für mich ist das wirklich nicht leicht, drüber zu reden. Ich war vorher auch live und habe auch da nicht wirklich drüber reden können, weil er geht mir extrem ab. Er war nicht wie ein Hund für mich, er war eher wie ein Baby. Ich habe ihn auch verbrennen lassen und habe dort waren die so liebe, hat einen Pfotenabdruck noch von ihm gemacht. Und das habe ich in einem Bilderrahmen. Ja. Für mich ist das wirklich nicht leicht. Auch daran zu denken ist nicht leicht. Manchmal, wenn ich nach Hause komme und er kommt mir nicht mit seiner Pizza oder mit seinem Donut entgegen, könnte ich am liebsten losheulen. In letzter Zeit ist für mich, das Jahr ist generell für niemanden einfach. Für niemanden. Aber für mich ist, ich kann wirklich nicht mehr. Es ist, deswegen wird es ein bisschen weniger jetzt mit den Videos sein. Auf dem Kanal, zumindest auf dem Beauty-Kanal. Bisschen weniger.
stellt euch mal drauf ein. Auf meinem anderen Kanal war ich ein bisschen fleißiger, weil ich mir da ein bisschen leichter dann habe, weil ich mich versucht habe, eben abzulenken und wollte auch zeigen, dass man noch weitermachen sollte, auch wenn so schlimme Sachen passieren. Aber ich glaube, jetzt in dem Jahr habe ich genug durch, würde ich jetzt mal meinen. Und ich hoffe, das war es jetzt auch, weil ich kann wirklich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, ich wollte es euch halt nur sagen, weil ihr habt... Also der Sparky war von Anfang an von meinen Videos dabei, seit 2012. Ich hatte ihn 2011, habe ich ihn mir geholt damals. Und 2012 habe ich mit YouTube angefangen. Da war in jedem Video, hat man immerhin entweder bellen gehört und ich habe mich über ihn aufgeregt oder er war oben bei mir oder so. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich euch das schon sagen, dass er leider nicht mehr da ist. Für mich war die Entscheidung natürlich überhaupt nicht einfach. Ich wollte ihn gar nicht einschläfern lassen, aber ich wollte nicht selbstsüchtig klingen und nicht für mich entscheiden, sondern wollte versuchen zu entscheiden, wie es für den Sparky besser ist. Weil ich habe ja gemerkt, dass mit ihm was nicht stimmt. Ja. Es ist wirklich nicht einfach, darüber zu reden. Wirklich nicht einfach. Deswegen folgt mir auf Instagram oder auf einem anderen Kanal, weil da rede ich ein bisschen offener, besonders auf Instagram. Und auch auf einem anderen Kanal bin ich ein bisschen offener, was das betrifft. Aber da wird man, glaube ich, jetzt in letzter Zeit auch mehr von mir sehen. Deswegen versucht mir da zu folgen. Versucht es. Ich weiß nicht, wie es jetzt... Ich meine, natürlich werde ich nicht aufhören, Videos zu machen, das um Gottes Willen nicht. Aber mit dem Beauty tue ich mir jetzt ein bisschen gerade schwer. Das hat man, glaube ich, auch, glaube ich, im... Das hat man auch jetzt, glaube ich, im Aufgebaut-Video gemerkt, dass ich mir ein bisschen schwer tue mit dem Reden und mit dem Nachdenken und sonst irgendwas. Deswegen, die anderen beiden Videos, die ich euch hochgeladen habe, dieses Food-Tagebuch und das kommt weg wieder, da war das Sparky noch da. Und deswegen ist für mich ein bisschen schwer. Ich weiß, ich brauche mich da nicht beschweren. Ihr habt eh da sicher vollkommenes Verständnis, das weiß ich auch. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Deswegen bitte ich euch da ein bisschen Nachsicht zu haben. Ich weiß, das habt ihr sicher, aber wundert euch jetzt nicht, wenn nicht so viele kommen. Es haben ja doch viele gefragt auf Instagram. Ist kein Vorwurf, ist ja logisch, dass ihr fragt, aber rechnet damit, dass so hin und wieder jetzt nur so vielleicht ein Video mal in einer Woche oder so hochgeladen wird. Und auf dem anderen Kanal werde ich versuchen, ein bisschen aktiver zu sein, damit ihr auch ein bisschen mehr erfahrt von mir und so. Vielleicht ist es auch gut zu sehen, dass ich ja mit dem doch, obwohl ich jetzt wieder einen Schlag in die Fresse vom Leben bekommen habe, dass ich trotzdem noch weitermache, obwohl mir wirklich nicht danach war. Nach den ersten paar Tagen war mir nicht danach, aber ja. Folgt mir auf den anderen Sachen, dann werdet ihr da noch mehr... Da rede ich auch ein bisschen offener. Ich will jetzt nicht wirklich reden drüber, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich anfange zu weinen. Und ich muss mich auch fertig machen jetzt, weil ich treffe mich dann mit einer Freundin und ich muss noch rübergehen zu meinem Bruder essen. Ja. Ja. Das heißt, wir sehen sich auf jeden Fall in einem Video. Habt ein bisschen Nachsicht jetzt auf dem Kanal. Deswegen wollte ich das Aufgebraucht-Video auch zuerst machen und... Ja. Ich werde auf jeden Fall noch Videos machen, habe ich ja auch schon gesagt. Ich glaube, ich beende doch das Video, weil ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch sagen soll und... Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye.